Herzlich willkommen und hallo zu einem weiteren Let's Play Projekt von mir, dem Nature. Ich darf euch begrüßen zu der ersten Folge von Game Dev Tycoon. Eines der für mich besten Spiele, die letztes Jahr rausgekommen sind, obwohl es eigentlich nur ein Indie-Entwickler dahinter steht. Aber trotzdem einfach ein super Gedanke. Sowas ähnliches gab es natürlich schon mal. Aber ich finde, von der Umsetzung her ist dieses Spiel einfach mit am besten gelungen und für mich auch eins der besten Tycoon-Spiele, die es so auf dem Markt gibt, muss ich sagen. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lang rum, sondern stürzen uns direkt in die Action. Ich hatte eben schon mal ein, zwei Aufnahmen versucht, aber das ist, da hat mein PC leider nicht ganz mitgespielt, deswegen war das Ganze schon angefangen, aber wir starten jetzt ein neues Spiel zusammen und es geht auch schon los. Willkommen! Willkommen zu Game Dev Tycoon. In dieser Wirtschaftssimulation, machst du eine Zeitreise zu den Anfängen der Computerrevolution, um dein eigenes Spieleentwicklungsunternehmen zu gründen. In den nächsten 35 Jahren kannst du dein Traumunternehmen aufbauen, Bestseller-Spiele entwickeln, Fans gewinnen und Marktführer werden. Ja, das ist also unser Ziel. Wir programmieren Computerspiele, wie der Titel es auch schon sagt. Und dann gehen wir mal weiter. Bevor dein Abenteuer beginnen kann, musst du deiner zukünftigen Firma einen Namen geben. Ah, was ist denn heute los? So, und wir nennen das unsere Firma natürlich Nature Plays. Und den Spielname ist natürlich Nature. Und jetzt können wir hier noch so ein bisschen unserer Frisur und was weiß ich rumbasteln. Den Typen sehen wir ja nur von hinten die ganze Zeit und ich würde sagen, das sieht auch hier ganz gut aus. So, der hat so ein bisschen was von Howard Wolowitz. Ich würde sagen, da belassen wir es mal. So, Hinweise aktivieren. Da du das Spiel bereits gespielt hast, kannst du dich dazu entscheiden, alle bisher erhaltenen Hinweise dieses neuen Spiel zu übernehmen. Willst du alle vorher erhaltenen Spielweise in dieses Spiel übernehmen? Das wäre ja langweilig. Wir wollen ja hier was komplett Neues starten, deswegen nein. Tutorial. Wenn Sie die Tutorial-Meldung noch einmal ansehen möchten, können Sie das im Hilfemenü tun. Sie erreichen das Hilfemenü unter andere Funktionen wie das Speichern, Laden und Erstellen eines neuen Spielstands, indem Sie einfach Escape drücken. Und im Hauptmenü die gewünschten Funktionen auswählen. Ja. Glückwunsch, du hast dein eigenes Spieleentwicklungsunternehmen gegründet. Im Moment ist dein Büro in deiner Garage. Und du bist der einzige Angestellte. Aber mach dir keine Sorgen, viele erfolgreiche Unternehmen haben so angefangen. Na dann, lass uns beginnen, dein erstes Spiel zu entwickeln. Schließe diese Nachricht und klicke dann irgendwo auf den Bildschirm, um das Aktionsmenü zu öffnen. Tun wir das mal. Neues Spiel entwickeln. Bevor die Entwicklung beginnen kann, musst du dich wirklich entscheiden, welche Art von Spiel du entwickeln willst und ihm einen Namen geben. Außerdem kannst du auswählen, welche Grafiktechnologie dein Spiel verwenden soll. Deine Optionen sind anfangs etwas eingeschränkt, aber sobald du etwas mehr Erfahrung gesammelt hast, kannst du neue Optionen freischalten. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an und wir benennen das Spiel, nachdem wir wissen, was wir alles zur Verfügung haben. Und da haben wir jetzt schon vier richtig gute drei der vier sind richtig gut für den Stahl, und zwar Sci-Fi Fantasy Weltraum. Da kann man einiges mit anfangen. Und ich würde sagen, wir beginnen auch mal mit Fantasy und machen da ein Rollenspiel, weil das ja so, ich denke, das kennt jeder, diese ganzen großen Rollenspiele. Und was die machen, das kann nicht falsch sein. Und ja, jetzt haben wir noch diese zwei Geräte zur Auswahl, den G64. Und den PC. Und ich finde ganz, es ist immer wieder ganz lustig, diese Analogien zu den Geräten, die es natürlich wirklich gibt, weil die Markennamen natürlich nicht verwendet werden durften. Und weil hier der Marktanteil vom G64 größer ist, werden wir erstmal den nehmen, denke ich. Und ja, wie nennen wir das Spiel? Ich würde sagen, wir nennen das mal Legend of Naturia. So, und schauen wir mal, was es uns geben wird.
So, das Ganze können wir textbasiert machen oder 2D, Grafik, V1. Ich würde sagen, wir machen das erstmal textbasiert, was ganz Einfaches. Und legen mal los. Und ja, jetzt fängt er an zu programmieren. Und Tutorial, die Spielentwicklung durchläuft drei Phasen. Am Anfang jeder Phase kannst du entscheiden, auf welche Bereiche des Spiels du dich konzentrieren willst. Der richtige Schwerpunkt zu wählen, erhöht die Anzahl der erspielten Punkte erheblich. Ja. Überlege dir, welche Bereiche für dein Spiel wichtig sind. Und bringe den Bereichen, die du für weniger wichtig hältst, weniger Aufmerksamkeit entgegen. Wenn du eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Bereiche lesen möchtest, findest du diese im Hilfsmenü. Ja, bei einem Fantasy-Rollenspiel sollte es natürlich am ehesten auf die Storyline, auf die Quest ankommen. So mittelmäßig aufs Gameplay, denke ich. Also das ist so das, was ich natürlich von einem Rollenspiel bevorzugen würde. Die Engine ist bei einem textbasierten Rollenspiel natürlich jetzt nicht so wichtig und deswegen schauen wir mal, wie das so läuft. Das ist ja jetzt unser erstes Spiel und dann kriegen wir ja Hinweise, wie wir das Ganze weiterentwickeln sollen. Die Spielentwicklung hat jetzt begonnen. Ja, alles klar. Während du dein Spiel entwickelst, wirst du Spielpunkte generieren, die du aufsprudeln siehst. Spielpunkte werden in Design- und Technologiepunkte unterteilt. Je mehr Punkte du erspielst, umso besser wird das Spiel sein. Na dann, gelegentlich werden auch Bugpunkte erzeugt. Die Wahrscheinlichkeit, Bugpunkte zu erzeugen, verringert sich, wenn du mehr Erfahrung sammelst. Bugs sollten behoben werden, bevor das Spiel veröffentlicht wird, und erhöhen die Entwicklungszeit und Kosten. Gut, dann schauen wir mal, was jetzt so während des der Spielentwicklung auftritt. So, jetzt haben wir unsere Entwicklungsphase 2. Dialoge, Level Design, künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz ist jetzt für ein Rollenspiel, denke ich, auch nicht so wichtig erstmal. Was wichtig ist, sind die Dialoge und das Level Design. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Jetzt entwickelt er schön weiter. Oder auch nicht, oder kratzt sich mal am Kopf. Aber jetzt haben wir auch hier schon unseren ersten Bug, der aufgetaucht ist. Das bedeutet, das wird ein bisschen länger brauchen, weil er den noch fixen muss, bevor wir das Spiel releasen. Wir können das Spiel natürlich auch erst releasen und im Nachhinein den Bug fixen, aber das ist dann meistens nicht so schön für unsere Fans. Während der Entwicklung kannst du auch zusätzliche Features für dein Spiel auswählen. Im Moment kannst du nur grundlegende Sounds auswählen, aber es werden schnell neue Optionen freigeschaltet. Zusätzliche Features verbessern das Spiel, normalerweise erhöhen sie aber auch die Kosten. Hier wird auch die Art der Grafik angezeigt, die du für dich bei der Planung des Spiels entschieden hast. Dies dient nur der Erinnerung an deine Wahl. Mit dem Spiel kann man den Typus der Grafik nicht ändern. Okay, so jetzt haben wir hier diese zwei Features, die wir auswählen könnten. Und das textbasiert, was wir am Anfang gewählt haben, und eben die Grundtöne. Allerdings haben wir da leider noch keine anderen Optionen. Und jetzt haben wir hier nochmal die Entwicklungsphase 3. Das heißt, wir können nochmal ein bisschen was verteilen. Und ich denke, Grafik ist hier dementsprechend auch überhaupt nicht wichtig. Uns ist wichtig das Spielweltdesign, weil das kommt, darauf kommt es ja auch bei einem Rollenspiel an. Und ich denke, der Sound kann auch ganz gut sein. So, und dann geht die Entwicklung weiter. Hier sieht man auch, wie die Wochen und Monate voranschreiten. Die Entwicklung deines ersten Spiels ist nun abgeschlossen. Du kannst den Button Fertigstellen drücken, um dein Spiel zu veröffentlichen. Aber das solltest du erst tun, wenn du die meisten Bugs entfernt hast. Ja, wir haben nur einen Bug. Das Spiel zu veröffentlichen, ohne die Bugs zu beseitigen, kann die Wertung stark beeinträchtigen. Deshalb solltest du die Möglichkeit nur in Betracht ziehen, wenn du dringend Geld brauchst und es dir nicht leisten kannst zu warten. Ja, wir haben noch genug Geld im Petto und können warten, bis unser Bug fix ist. Das ist gerade passiert. Allerdings sollte man nicht zu lange warten, denn jeden Monat kriegt man eben ein bisschen was abgezogen. Aber wenn man länger wartet, gehen eben auch gibt es eben auch weitere Blasen. So, unser Spiel ist fertig. Wir wollen jetzt auch nicht zu lange noch drum herumreden. Wir gehen einfach mal auf Fertigstellen. Die Entwicklung des Spiels ist jetzt abgeschlossen. Während du Spiel entwickelst, sammelst du Erfahrung und verbesserst deine Fähigkeiten. Wenn die Entwicklung beendet ist, wird die Übersicht deiner gewonnenen Kenntnisse angezeigt. Ja, gucken wir mal. Wir haben also 16 von diesen Designpunkten bekommen, 9 von Technologiepunkten. Ja, unsere gesamte Erfahrung, die wir so bekommen haben.
Und das Interessante ist, wenn man so ein neues Thema oder eine neue Kombination auswählt, dann gibt es auch nochmal Bonuserfahrungen. Im Gegensatz zu Spielen, die immer wieder neu aufgelegt werden im Prinzip. Die man dann im Prinzip nur macht, um Geld zu verdienen. So, dann wollen wir das Ganze mal veröffentlichen. Dein Spiel ist jetzt fertig und wird zur Veröffentlichung freigegeben. Wir sollten bald die ersten Bewertungen und Verkaufszahlen für das Spiel erhalten. So, na dann, warten wir mal drauf, dass es weitergeht. Spielbewertung, wir haben die ersten Bewertungen für unser neues Spiel Legend of Naturia erhalten. Ja, gucken wir mal, was so die Kritiken sagen. Gut, also wohl eher ein mittelmäßigeres Spiel. Könnte besser sein von Stargames mit einer 6, 7 gutes Spiel von Informed Gamer, 6 eigenartig, aber gut von Game Hero und von All Games auch eine 6. Ich mag es. Ja, also ein leicht positiver Ausschlag. Aber das geht noch besser. Nachdem du ein Spiel veröffentlicht hast, kannst du dir ein bisschen Zeit nehmen, um deine Kreationen zu analysieren und einen Spielbericht zu erstellen. Spielberichte sind eine gute Möglichkeit, um Forschungspunkte sowie wertvolle Erkenntnisse darüber zu sammeln, was funktioniert und was nicht funktioniert, wenn man ein Spiel entwickelt. Ja, um einen Spielbericht zu erstellen, schließe diese Nachricht und klicke dann irgendwo auf dem Bildschirm, um das Aktionsmenü zu öffnen. Gut. Nature Place, ein Newcomer in der Spielbranche, hat kürzlich sein erstes Spiel Legend of Naturia herausgebracht. Das Spiel hat positive Bewertungen erhalten. Mit so einem guten Start wird Nature Place sicher schnell Fans für sich gewinnen. Hoffen wir das doch mal. Und hier kriegen wir auch schon die ersten Verkaufszahlen der ersten Woche. Und von Legend of Naturia wurden in der ersten Woche 5600 Stück verkauft, also rund 5600 Stück. Wir haben es in die Charts auf Platz 78 geschafft. Ja, und damit haben wir jetzt dein Spiel verkauft, wirst du jede Woche ein Einkommen erhalten. Du kannst verfolgen, wie gut sich dein Spiel verkauft, indem du dir das Verkaufsdiagramm am oberen rechten Bildschirmrand ansiehst. Alles klar. Das heißt, wir haben hier jetzt 5900 Einheiten verkauft und haben dafür einen Umsatz von 39.500 erwirtschaftet. Was schon gar nicht so schlecht ist. Legend of Naturia war so erfolgreich, dass wir nun 35 Fans haben. Ja, das nimmt auch mit der Zeit zu, so werden wir populärer und die Fans werden dann auch weiterhin unsere neuen Spiele kaufen. Legend of Naturia hat mit über 10.000 verkauften Stück einen neuen Filmrekord aufgestellt. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte von Nature Place. Ja, dann fangen wir aber jetzt trotzdem mal an, unseren Spielbericht zu erstellen. Damit es da weitergeht, dass wir auch wissen, was wir beim nächsten Spiel anders machen können. Wichtig ist auch, dass man nicht hintereinander fünfmal dieselbe Genre-Kombination auswählt, sondern auch zwischendurch immer wieder was anderes macht, weil sonst wird es den Fans auch schnell langweilig und dann werden die neuen Spiele auch nicht so gut verkauft. Aber man sollte auf lange Sicht gesehen doch immer so ein bisschen dieselbe Schienerichtung fahren. So, der Spielbericht. Unsere Analysen nach Verkaufsstart von Legend of Naturia ist beendet und wir haben folgende Resultate erhalten. Fantasy und Rollenspiel ist eine großartige Kombination. Leveldesign scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Dialoge scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Ja, das haben wir alles schon mal relativ gut umgesetzt. Und dann wissen wir schon mal zumindest ein bisschen was, was wir beim nächsten Mal besser machen können. Und diese Infos werden dann auch beim nächsten Mal wieder angezeigt, wenn wir so ein Spiel entwickeln. Spielberichte sind eine große Möglichkeit, um Forschungspunkte und wertvolle Erkenntnisse zu bekommen. Es zahlt sich aus, einen Spielbericht zu jedem Spiel, das du veröffentlichst, zu erstellen. Jetzt, da du dein erstes Spielbericht fertig hast, lohnt sich ein Blick ins Forschungsmenü, um das Forschungsmenü zu eröffnen. Schließe diese Nachricht und klicke irgendwo auf dem Bildschirm, um das Aktionsmenü zu öffnen. Ja, und dann forschen wir mal. Forschung ist wichtig, um eine neue Option freizuschalten und bessere Spiele zu entwickeln. Du solltest versuchen, genug Forschungspunkte zu sammeln, um eine eigene Spiele-Engine entwickeln zu können. Das wird deine Spiele drastisch verbessern. Hinweis: Versuche Spiele mit verschiedenen Themen und Genre-Kombinationen zu entwickeln, um einen kleinen Forschungsboost zu bekommen. Ja, das ist ja das, was ich eben gerade gesagt habe. So, man braucht
50 Punkte für eine eigene Spiele-Engine. Ein neues Thema kann man mit 10 Forschungspunkten entwickeln. Die Themen, die wir haben, reichen, denke ich, auch erstmal aus. Dementsprechend braucht es noch ein bisschen, bis wir eine neue Spiele-Engine entwickeln können. Aber ich denke, das soll jetzt erstmal genug sein für die erste Folge. Ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen, worum es in dem Spiel geht. In der nächsten Folge werden wir uns dann an unser zweites Spiel begeben und dieses weiter aufbauen. Und ja, jetzt bekommen wir noch die Meldung, dass das Spiel vom Markt genommen wurde. Es wurden 19.371 Einheiten verkauft und 135.627 Umsatz erzielt. Okay, dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann sagt mir doch wenigstens, was ich besser machen kann, damit die nächsten Videos euch dann dementsprechend mehr gefallen. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Nature.